Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und heute reden wir über das Beste vom Besten und die besten Freizeitparks, besten Achterbahnen, besten Themenhotels überhaupt. Das Beste, was wir in Deutschland so haben. Und warum machen wir das? Der Park Scout Publikums Award wurde wieder verliehen. Und Publikum Awards sind immer eine sehr emotionale Sache für viele. Dachte ich mir, gucken wir mal rein, weil ich habe schon von einigen gehört, dass da so einige Plätze nicht so ganz nachvollzogen werden können. Und ja, wir wissen es alle, so ein Publikum Award ist ehrlich gesagt nicht viel wert, weil, ja, wenn wir das gleich durchgehen, ich habe es wie gesagt überflogen, sieht man glaube ich auch warum, aber andererseits nutzen die Parks das auch gerne, um damit zu werben, ist ja auch eine legitime Sache und ja, das war schon immer so, dass wir hier da öfter mal drüber gesprochen haben und ihr da sehr viel Spaß dran hattet, also machen wir das natürlich auch nochmal hier jetzt, heute, dieses Jahr 2022. Und ja, egal wie doof ich das finde, ich bin halt auch cool mit den Leuten von Park Scout, denn es gibt ja auch den Ride Review Park Scout Kalender 2023 wieder in DIN A5 Tischkalendergröße oder DIN A3 Wandkalendergröße. Link wie immer in der Videobeschreibung. So, das einfach mal der Transparent halber. Also es gibt eine Verbindung, aber trotzdem finde ich solche Awards ziemlich dusselig. Aber egal, wir gehen da so ein bisschen durch, wer welchen Platz so gemacht hat, was ich dazu denke und was mir vielleicht eventuell sogar fehlt. Und das Ganze ist auch noch vollgepackt mit Aufnahmen von mir zu diesen ganzen Sachen, damit ihr das, wenn ihr das zum Beispiel nicht kennt, euch besser vorstellen könnt. Und wir fangen einfach an mit dem besten Themenhotel. Da wird es ein bisschen schwierig, da habe ich halt in Deutschland und allgemein nicht so viel gesehen, ein paar. An Platz 3 holt sich der Europapark mit dem Hotel Colosseo. Fand ich jetzt nicht so prall. Da haben wir Tatsache auch schon übernachtet. Also keine Frage, das ist echt cool und schön und überhaupt, aber Preis-Leistung, weiß ich nicht. Platz 2 geht ebenfalls an den Europapark für das Hotel Kronasar. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht live gesehen, aber soweit ich weiß, ist das da glaube ich der gleiche Grundriss, der gleiche Bauplan wie das Belrock und das ist ja eine ganz schicke Sache auch. Und Platz 1 holt sich das Phantasialand mit dem Hotel Charles Lindbergh. Bin ich absolut dabei. Ich feiere das wirklich mega ab. Ich finde dieses Hotel Charles Lindbergh unglaublich geil. Das ist wirklich ein Themenhotel. Das hat ein Thema, das wird auch durchgezogen. Es ist super besonders und vor allem auch dann mit Fly. Wo du gehst aus dem Zimmer raus und es fährt eine Achterbahn an dir vorbei. Oder du warst am Kackhaus und musst das Fenster aufmachen, machst das Fenster auf. Und da kommt Achterbahn vorbei. Und überhaupt dieser ganze Aufbau. Und ich finde die Zimmer auch unglaublich gemütlich. Ich finde diese Thematisierung unglaublich geil. Ich finde das wirklich richtig, richtig gut. Ich habe auch noch einen anderen Favoriten in Deutschland. Aber da weiß ich, dass das, glaube ich, auch noch kommt. Deswegen nehme ich das schon mal nicht vorweg. Bestes Event in einem Freizeitpark 2022 wurde auch gewählt. Und da geht der dritte Platz an den Europapark für den Winterzauber. Den haben wir vor einigen Jahren mal besucht. Fand ich auch echt gut. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ist sehr schön gemacht. Platz 2 geht auch an den Europapark für Traumatica. Haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Und auch das war gar nicht so verkehrt. Es gab so ein bisschen Manöverkritik, aber grundlegend war das eine sehr solide, sehr coole Sache. Gibt zu allen Sachen, die ich hier erzähle, wo wir auch schon waren, einzelne ausführliche Videos hier auf dem Kanal. Und Platz 1 holt sich der Moviepark Germany für das Halloween Horror Festival. Und kannst du sagen, was willst, ist halt einfach ein richtig gutes Event. Machst du nichts. Super viele Eventtage, super großes Angebot. Mega gut gemacht. Beste Show in einem Freizeitpark 2022. Shows immer ein bisschen schwierig, weil kennst du eine, kennst du alle. So in die Richtung geht es manchmal ein bisschen. Weil Varieté-Shows, wenn du schon ein paar gesehen hast, ne, dann kommt es nur auf diese Aufmachung an. Fand die Show im Traumatica Zirkuszelt dieses Jahr unglaublich gut. Also das war wirklich krass. Aber machen wir jetzt mal weiter und der dritte Platz geht hier an den Europapark für ACE, ACE, Adventure Club of Europe, The Adventure Begins. Habe ich nicht gesehen, wusste noch nicht mal, dass es eine eigene Show hat. Und Platz 2 geht auch in den Europapark für die Rückkehr des Sultans. Da könnte ich euch auch nicht sagen, wo das jetzt genau da sein soll. Aber Platz 1 ist mir sehr geläufig und zwar Moviepark Germany, Crazy Corps New York. Ja, Auto-Stunt-Show, bin ich Fanboy, egal wo, kann ich nicht, machst du nichts. Ja, Platz 1 auch für mich, aber weil es halt nur diese eine Auto-Stunt-Show in einem deutschen Freizeitpark gibt. ja, auch wenn das Chamäleon wirklich so eine der schwächsten Varianten für mich war. Beste Thrill-Attraktion und da sind wir hier bei Platz 3 mal in einem anderen Park und kommen zum Heidepark Resort mit Scream.
spannend. Platz 2, das Phantasialand mit Talokan. Von der Aufmachung halt auch richtig gut. Und Platz 1 geht auch ins Phantasialand für Mystery Castle. Würde mir spontan jetzt auch irgendwie keine andere Thrill-Attraktion einfallen, die überhaupt fehlt oder die krasser besser ist, sind wir halt hier auch nicht so stark in Deutschland mit. Mystery Castle ist halt einfach eine unglaublich coole Attraktion und ja, das glaube ich seit 1998 schon. Ne? Das ist halt auch jetzt nicht erst seit gestern und von der gesamten Aufmachung und so, das ist schon sehr nice. Beste Themenfahrt, und da ist es auch sehr dünn in Deutschland und da gibt es dann einen Park, der hat komplett abgeräumt und das ist der Europa-Park. Ich glaube, das sage ich direkt mal vorneweg, bevor ich jetzt jedes Mal so und Europa-Park. Platz 3 kann ich absolut nicht nachvollziehen, das Voletarium. Ich mag keine Flying Theater und noch weniger mag ich halt Copy-Paste Flying Theater. Also die Thematisierung, das Gesamtpaket, das ist natürlich richtig gut im Europa-Park. Aber der Film ist halt einfach so eine Kopie von Soren, von Disney und that's it. Und statt Mickey Mouse am Ende steht da halt Roland Mack quasi, weiß ich nicht. Platz 2 holt sich dann Arthur und unglaublich gute Attraktion, leider viel zu selten irgendwo anders gebaut. Dieses Fahrsystem ist halt auch, glaube ich, sündhaft teuer. Kann man aber viel mitmachen, sind wir nur noch ein zweites Mal in Dubai gefahren. Liebe ich einfach, richtig cool. Ich finde, Arthur ist auch eine richtig coole Attraktion. Ob das jetzt eine Themenfahrt oder ein Achterbahn ist, kann man ja sehen, wie man möchte. Platz 2 auf jeden Fall, eine richtig gute Sache. Und Platz 1, Piraten in Batavia. Ja gut, hätte man da im Vorfeld den Mund nicht so voll genommen und gesagt, dass seine Animatronics besser sind als die von Disney und dann halt voll verkackt, wäre es auf jeden Fall besser. Es ist jetzt keine schlechte Attraktion, es ist aber irgendwie auch nicht. Man wollte, glaube ich, zu vielen Leuten gerecht werden und da fehlt dann so ein bisschen der Charakter oder weiß ich nicht. Ja, ansonsten ist es das gewesen und es gibt halt echt nicht mehr so viele Themenfahrten in Deutschland. Es gibt so ein paar Schmuckstücke noch. Ich weiß nicht, was zum Beispiel mit Mini war in Plon. Zählt das oder ist es doch eher nur eine Indoor-Achterbahn? Also nur, ne? Das ist halt echt cool. Schwierig. Und was das angeht, da war das Phantasialand mal sehr stark, da gibt es halt auch fast nichts mehr, nur die Geister-Rikscha. Beste Wasserattraktion und ja, da wird es halt wirklich dann mit Platz 3 direkt halt, das unterstreicht nochmal diesen Blödsinn in diesen Publikum-Awards. Also Atlantica Supersplash im Europa-Park holt sich den dritten Platz. Ich glaube, wir haben schon so die ein oder andere coolere Wasserattraktion in Deutschland. Platz 2 geht auch in den Europa-Park mit dem Fjord-Rafting. Platz 1 dagegen ans Phantasialand für Chiapas. Chiapas ist auch unglaublich gut gemacht, also keine Frage, die Thematisierung, das Ganze. Aber es ist auch so eine Attraktion, ich glaube, durch diesen sehr steilen Drop, den man sieht, der nicht so schlimm ist, der ist wirklich PC, aber das ist so ein bisschen dieser Wing-Coaster-Effekt, dass du viele Familien und so hast, die sagen so, ach nee, das ist mir zu hoch, zu steil, das fahre ich nicht. Und das hat nicht mehr diesen Lockflume-Charakter, so ein Lockflume war halt so eine Familienattraktion, so ein Brot- und Buttergeschäft. Und Chiapas sieht unglaublich gut aus und ist auch wirklich super gut gemacht und macht richtig Spaß, aber ich glaube, die Hürde, da einzusteigen, ist etwas höher, plus diese dusselige Bügelkonstruktion. Ich weiß auch, wo sie herkommt und so, keine Frage. Ne? Kann keiner am Ende was dafür, aber schwierig. Und was mir bei sowas jetzt hier auf jeden Fall fehlt, ist dann zum Beispiel auch der Yada-Park mit Okavango River. Weißt du, dass Atlantica Supersplash auf 3 ist und ein Okavango River nicht dabei ist, das funktioniert bei mir im Kopf nicht. Beste Familienachterbahn. Und da geht es natürlich auch erstmal auf Platz 3 in den Europapark mit dem Can-Can Coaster. Can-Can Coaster, ich finde ihn richtig cool. Ich weiß, da gibt es super viel Hate, super viele Leute mögen das Ding gar nicht. Ich finde die Bahn wirklich sehr gut. Versteht zwar immer noch nicht, warum das kein neuer Account ist, wenn komplett alle Schienen ausgetauscht wurden und das Layout sogar geändert wurde. Aber auch so richtig coole Attraktionen, richtig coole Stimmung, richtig gut umgesetzt. Und halt nicht mehr dieses altbackene Space-Thema. Space muss man neu auflegen. Das wird halt zu schnell zu alt. Weiß ich nicht. Klar, irgendwann ist es so alt, dann hat das wieder Charme, aber das ist ja nicht irgendwie Sinn und Zweck der Sache. Phantasialand holt sich den zweiten Platz mit Colorado Adventure. Mega gut und ich predige es immer wieder. Lange, große Familienachterbahnen, das ist das Ding, das funktioniert. Da haben alle Bock drauf, die haben meist eine gute Kapazität.
baut mehr davon. Und du siehst es ja zum Beispiel auch bei Disney World mit Slinky Dog, was auch von Disney komplett unterschätzt wurde. Das Ding ist halt einfach wirklich immer überrannt, weil die Leute auf sowas Bock haben. Genauso wie was Big Thunder Mountain, wenn wir schon Colorado Adventure haben, als Vergleich. Ne? Und die ganzen anderen. Also Wahnsinn. Sowas brauchen wir mehr. Ja. Und auf Platz 1 im Moviepark Germany mit der Studio Tour oder Moviepark Studio Tour. Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde das Ding richtig gut und wir haben das sehr, sehr intensiv begleitet. Ich kenne da jede Ecke in dieser Bahn. Ich finde, es ist wirklich eine richtig coole Sache geworden. Viele sagen, ist zu kurz. Ja, aber es ist halt auch echt gut und macht Spaß. Und je besser was ist, desto kürzer kommt dir das auch vor. An sich ist das Ganze ja gar nicht so kurz. Natürlich ist das jetzt kein Colorado Adventure, wo du da einen halben Tag unterwegs bist. Aber nicht so kurz, wie manche es fühlen. Und eine Achterbahn mit zwei Abschlüssen, voll mit Thematisierung. Du fährst durch komplett thematisierte Indoor-Bereiche und so weiter und so fort. Es ist eine sehr coole Sache, meiner Meinung nach. Und in dieser Liste weiß ich nicht, also die drei Plätze sind schon ganz gut. Mir fehlt irgendwo dann, kann natürlich dann auf Platz 4 sein oder so. Zum Beispiel sowas wie K2 bei Karls Erlebnisdorf. Das ist eine unglaublich coole Bahn. Und wenn es die beste Familienachterbahn gibt, gibt es natürlich auch die beste Achterbahn überhaupt 2022 in Deutschland. Und Platz 3 geht nach. Und Platz 3 geht an den Europapark mit Silverstar. Platz 2 Europapark Bluefire. Und Platz 1 unangefochten wahrscheinlich Phantasialand mit Taron. Joa. Ich habe meine Top 10 deutschen Achterbahnen mal gelistet. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das angucken. Da sieht das Ganze etwas anders aus. Beste Neuheit in einem Freizeitpark 2022 ist auch immer eine interessante Sache. Und Platz 3 geht an den Potspark mit der Klippenschleuder. Richtig geile Neuheit, unglaublich gutes Fahrgeschäft, unglaublich gut umgesetzt, richtig schön thematisiert, ist noch nicht ganz fertig. Haben wir euch auch wirklich ausführlich ein Video mitgebracht, wie das Ganze entstanden ist, was man sich dabei gedacht hat, was das Ganze kann. Die Klippenschleuder ist ein sogenannter Wild Swing der Firma Art Engineering. Und wirklich, das ist so ein verrücktes Fahrgefühl einfach, das kann man gar nicht beschreiben. Gefällt mir richtig gut. Platz 2 geht wieder mal an den Europapark und Josefinas kaiserliche Zauberreise. Finde ich schwierig, weil irgendwie die richtig schönen, schicken Boote kommen ja erst nächstes Jahr. Ja, keine Ahnung. Also da finde ich die Klippenschleuder um weiten besser. Und Platz 1 geht ans Phantasialand mit dem Deep in Africa Adventure Trail. Finde ich auch richtig gut. Ob ich das vor die Klippenschleuder setzen würde, weiß ich auch nicht. Am Ende ist es halt nur in Anführungsstrichen ein Spielplatz. Andererseits finde ich es echt gut, dass ein Spielplatz auch gewürdigt wird. Bloß wir haben es jetzt halt hier mit dem Phantasialand auch wieder zu tun, die halt auch so immer ziemlich weit hier oben mit gerankt sind. Und wenn es darum geht, wie toll das denn aussieht, so dann sind wir wieder bei Okavango River, der fehlt. Auch wenn das jetzt keine 22er Neuheit wäre, aber der fehlt halt sonst, ne? Sonst fallen mir auch jetzt gar nicht so irgendwie großartige Neuheiten ein aus diesem Jahr. Hat das Rassi dann dieses Jahr die SBF Visabahn aufgemacht? Ich weiß es gar nicht. Stimmt, was auf jeden Fall, wo Josefine für mich sofort rausfliegen würde, wäre für Lost World im Tier- und Freizeitpark Thüle mit dem Coaster Card von Wiegand. Richtig geiles Teil. Ausführliches Video gibt es dazu auch. Beste Gastronomie in einem Freizeitpark kann man A, drüber streiten, B, Geschmackssache, C, müsste man dann aus jedem Park alles mal irgendwie probiert haben. Auf jeden Fall Platz 3, Erlebnispark Tripsdrill, Platz 2, das Phantasialand und Platz 1, der Europapark. Kinderfreundester Freizeitpark haben wir auf Platz 3 auch den Erlebnispark Tripsdrill, dann auf Platz 2 den Moviepark Germany und auf Platz 1 den Europapark. Und allein in dieser Kategorie sehe ich eigentlich sonst nur, dass auf allen ersten drei Plätzen irgendwelche kleinen Parks sein dürften, die das halt ganz anders umsetzen und wirklich auch teilweise mehr den Fokus nur auf Kinder haben, was dann wirklich kinderfreundlicher ist und nicht dieses Komplettpaket. Das wäre dann familiengesamt, was diese Plätze abdecken und nicht nur Kinder, aber die kleinen Parks haben bei Publikum Awards irgendwie eh nie eine Chance. Beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist, glaube ich, auch etwas absurd, also Platz 3 Tripsdrill, Erlebnispark Tripsdrill, das bin ich ja noch dabei. 2 Phantasialand und 3 Europapark, also das weiß ich jetzt nicht. Das sind echt die absoluten Oberpreis
Das ist alles, beide sind die absolute Oberkante an Preis. Und du kannst genauso gut einen Tag in Low Budget haben. Naja. Bester Ferienpark. Das ist eine Kategorie, das ist ein bisschen schwierig für mich. Platz 3 geht an Schloss Dankern. Da waren wir zwar mal im Park und sind ja auch da die Achterbahnen gefahren und so, aber den Ferienpark haben wir da nicht gemacht. Platz 2, Legoland Feriendorf, kann ich leider auch nichts zu sagen, stelle ich mir aber ziemlich cool vor, wenn man manchmal aus den Parks raus die Feriendörfer und Hotels von Lego sieht, sieht das schon ganz nice aus. Und Platz 1, Naturresort Tripsdrill natürlich. Und ja, mega geil, das ist nämlich das, was ich eben bei den Hotels meinte, diese Baumhäuser, ey, ich habe mich einfach darin verliebt, das ist so cool und das ist auch so gut gemacht, das ist super geil für den Wald, wie die das gemacht haben, weil du kannst diese Häuser wirklich rückstandslos auch wieder entfernen. Haben wir euch auch ausführliche Videos zu mitgebracht, wo das Ganze erklärt wird. Wir zeigen auch mal so ein Baumhaus. Wir haben in so einem Baumhaus übernachtet und du hast nachts die Wölfe heulen hören. Wölfe heulen hören und überhaupt Idee, Gestaltung, Gemütlichkeit, richtig, richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich auch cool fand, war das alles Paletti von Karls oder auch die Hütten vom Schwabenpark, finde ich super. Und wo wir noch nicht übernachtet haben, was wir aber auch schon von innen gesehen haben, war jetzt das neue Feriendorf vom Freizeitland Geiselwind. Auch das ist echt eine coole Sache, werden wir euch auch nochmal vorstellen hier auf dem Kanal. Beste Erlebnisbad. Ja, da sind die drei Plätze, glaube ich, nicht groß überraschend. Viel mehr hat man hier nicht auf dem Schirm. Ist jetzt auch nicht meine Kategorie, wo ich so groß plan von hätte. Tropical Island ist auf Platz 3. Die Therme Erding auf Platz 2. Und Rolantica schafft natürlich Platz 1. Zu Therme Erdingen findet ihr auch Videos hier auf dem Kanal. Bester Zoo 2022. Auch das ist relativ überschaubar. Platz 3 geht an den Kölner Zoo. Da waren wir schon. Platz 2 Erlebnis Zoo Hannover. Auch da waren wir schon. Und Platz 1 die Zoom-Erlebniswelt. Und auch da waren wir schon. Wenigstens haben wir das schon mal gesehen. Und zum großen Finale, nach all diesen kleinen Kategorien, wer ist denn jetzt der beste Freizeitpark 2022 in Deutschland nach dem ParkScout Publikums Award? Und das ist, glaube ich, auch jetzt nicht groß überraschend. Also Platz 3 ist zwar dann vielleicht noch ein bisschen überraschend, weil das kann ja immer ein bisschen variieren hier. Platz 3 geht an den Moviepark Germany, Platz 2 an das Phantasialand und wenig überraschend geht Platz 1 an den Europapark. Ich glaube, in Rust und Umgebung haben viele Leute bei ParkScout Publikums Award bei der Abstimmung mitgemacht, weil da alles mit voll ist. Oder die machen einfach wirklich den besten Job in den Augen der meisten Gäste. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt die gerne in die Kommentare und lasst uns da weiter diskutieren. Und ja, wir wissen jetzt, was dem Publikum nach so das Beliebteste ist. Wir haben das seit Frühjahr immer wieder mal gemacht. Ich habe das jetzt ein paar Jahre nicht gemacht und es hat sich nichts geändert. Ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier wieder. Und ich freue mich schon drauf. Es geht morgen weiter mit Orlando. Guckt da gerne mal rein und ansonsten bin ich jetzt raus, ihr seid die coolsten, euer Professor Radio Video Magazin. Peace.